Hey Leute und willkommen wieder zurück zu einem neuen Video hier auf dem Kanal Dampf. Und ja, ich bin endlich wieder zurück hier. Das erste Minecraft Areal Video mit der Facecam. Halleluja. Und wie ihr schon hier im Bild sehen könnt, wir haben jetzt Shader. Das heißt, alles sieht mega nice aus. Auch hier das Wasser. Wenn man sich das so anschaut. Das ist schon echt nice. Und die Texturen und alleine das, der Effekt. Das hier. Das Wasser und wie sich das bewegt. Also, wie Wind in Minecraft. Das ist ja toll. Und ja, ich sehe gerade leicht hämmert aus, denn ich war gerade duschen. Also perfekt hier. Und an alle, die es interessiert, was ich benutze. Ich benutze einmal das User Spec hier, die Vanilla XLB. Ja, und den lieben Shader Joker Kapik 13 und zwar in der Low Edition, dass wir hier schon noch schöne Aufnahmen machen können, dass nicht laggt. Wir machen das Nine-Cat aus. So, ich habe auch endlich den Aufzug fertiggestellt. Also hier haben wir jetzt schön Wand. Hier ist noch weiterhin alles da. Und ja, alles so weiterhin. Hier ist noch ein bisschen Sand vom Abbauen. Und ja, ich war schon Ewigkeit nicht mehr. Ich habe auch gehört, dass hier in Minecraft Areal ein paar Baustellen stattgefunden haben. I don't know, ich muss schauen. Oh, wartet mal kurz. Wartet mal kurz, das habe ich aber noch nicht gesehen hier. Was ist denn das? Dorf Olderfjord. What? Da geht eine Straße entlang. Hä? Die wollte eigentlich beim Hauswärter bauen, aber. Hä, wenn die schon ein neues Dorf bauen? Dann gehe ich mal schon hin und schau mal kurz vorbei. Dann muss schon schauen, was da ist. Wenn die hier Baustelle betreiben und. Jetzt haben die einfach eine Straße zu mir gelegt. Okay. Ich lege währenddessen ein paar Sachen ab, dass ich dann nicht mit vollem Inventar dort stehe. Das wäre ein bisschen nicht so toll. Ein bisschen nicht so toll. Dann packe ich den Rest einfach hier rein. Die Werkzeuge behalte ich mir und hier vielleicht noch ein bisschen was auf Schutz. Dass ich nicht komplett im Blo stehe, wenn mal ein Zombie um die Ecke kommt. Das ist ja natürlich auch nicht so toll. Hallo Chicken. Ich muss gechart, die Render Distance. Nee, ja, okay. Finde ich gut. Finde ich gut. So, dann gehe ich jetzt einfach mal den Weg entlang und sage ich dann einfach Bescheid, wenn ich angekommen bin. Also, bis gleich. Hier ist auch so eine mega lange Brücke. Ich habe keinen Plan, wo die hinfährt. Aber hier sind irgendwie so Abgrenzungen, dass man nicht runterfallen kann oder so. Ich hätte mir auch vielleicht ein bisschen Steak mitnehmen können. Denn, ja, wie ihr unten sehen könnt, ich habe 3 Hungerquellen. Also das könnte ein bisschen problematisch werden. Aber nur so ein ganz kleines bisschen. Und ich muss schauen. Also die Welt lädt noch nicht. Ich weiß nicht, was mich davon erwartet. Oh mein Gott. Wie lange ist denn diese Brücke, verdammt nochmal? Und wer hat die gebaut? Ich meine, ich habe ja jetzt schon einen Monat kein Arealvideo mehr gemacht, aber das ist ja mega krass. Wie lange Brücke ist. Übrigens, wie finden die den Shader? Und das Texture Pack laggt in der Aufnahme? Ich muss mir dann eh noch anschauen, aber geht das so? Auch hier mit dem Schatten und alles so schön. Endlich mal Minecraft ist schön hier. Endlich. Also, passt es so? Schreibt es mal in die Kommentare. Der einzige Blödsinn an diesem Texture Pack ist, beziehungsweise im Shader, dass halt die Modbäume von der Zaubermod ein bisschen verbuggt sind. Aber auch nur so ein bisschen. Hey, hier geht die Brücke rum. Da ist ein Haus. I don't know. Ich war hier noch nie. Also, das ist ein Dorf. Okay. Dann soll ich vielleicht ein paar Karotten nehmen und ein bisschen was essen, weil ich habe 3 Hungerquellen. Also das ist nicht viel. Aber dann könnte ich endlich mal Karotten mitnehmen für mich daheim, weil ich habe nur Weizen daheim. Das ist nicht gerade das beste Nahrungsmittel. Ja, Halleluja hier. Oh, ein paar Kartoffeln. Bisschen was essen. Lol, die kann man ja auch mit Rechtsklick ernten. Ich bin ja so schlau. Muss man die gar nicht abbauen. Das ist ja toll.
kann. Esse ich ein bisschen was, dass ich hier schön wieder die Hungerkeulen auffüllen kann, ohne dass ich irgendwelche Probleme nachher bekomme. Denn ich will hier nicht am Hunger sterben im Dorf. Ich muss mir schon vorstellen, bei neuen Leuten hier so mal sagen, hallo, wie geht's? Was geht? Wer seid ihr? Wieso, weshalb, warum? So, dann baue ich das hier kurz wieder an. So, hier überall Straße. Hier ist irgendwie so... Ah, die Dinger, das sind ja meistens so Sachen drin, ne? Schauen wir mal, was drin ist. Diamanten! Obsidian? Ja, Diamanten, also... Diamanten, ich meine, es sind nur zwei, aber beschweren euch nicht. Okay. Die Kiste ist ein bisschen verbackt, kann das sein? Okay. Hier ist eh nichts drin. So wie immer. Was ist das hier? Verstehe? Bank. Okay. Hallo. Lol, hier gibt's so ATM-Teile. Was hier? Lol, hier kann ich meine eigene Kreditkarte beantragen. Das ist ja lustig, warte mal. Lol, jetzt habe ich meine eigene Kreditkarte. Aber ich habe kein Geld. Ja gut, ich muss schauen, dass ich irgendwie Geld bekomme. Warte, ich will kurz schauen, was das Haus da hinten war. Das möchte ich jetzt kurz wissen. Was, weil das ist voll das fette Haus. Schon wieder so eine Straße und ein Parkplatz. Was ist das? What is this? Unser fettes Haus, haben sie die Landschaft eingebaut. So. Ja. Hier stehen halt Autos. Ja, Carlos, Autoverkäufer. Die verkauft auch. Oh mein Gott. Ja, bist du blöd. Der verkauft ja jegliche Autos. Boah, das ist so ein mächtiger Mann. Mächtigen Auto hin. Ich mag das haben. Das ist ein Offroader. Gibt es da unten irgendwas? Nö. Okay. Dann nicht. Dann nicht. So. Da gibt es sogar einen Anhänger, da wo du sowas einpacken kannst für eine Kiste. Ist auch nicht. Lol. Hallihallo, Carlos. Guten Morgen. Hey, ich bin Carlos, der Autoverkäufer. Für welches Fahrzeug hast du dich entschieden? Also ich würde mir gerne einen Offroader kaufen. Das ist sehr schön, denn der ist gerade im Abverkauf und so ist er um 80% billiger. Er kostet so nur noch 250 Euro einmalig. Schnappen Sie zu. 250 Euro für dieses prachtvolle Ding hier. Jo. Schnäppchen noch dazu. Angebot. Jo, Leute, ich muss arbeiten gehen. Ich brauche Geld. Ich brauche verdammt nochmal Geld. Weil, da kann ich mir ein Auto kaufen. Da muss ich nicht alles rennen. Heilige Guacamole. Gibt es irgendwie irgendwen, der was einen Job anbietet in der Stadt oder so? Hier vielleicht? Irgendwer muss doch was anbieten. Mit seinem Feld. Irgendwer wird mir doch anbieten, dass ich vielleicht sein Feld irgendwie in Schuss halte und das ein bisschen pflege. Und dafür bekomme ich ein bisschen Geld. Vielleicht. Ich muss schauen, ob es so ein Jobangebot hier gibt. In dem Dorf. Overbjord. Keine Ahnung, wer auf den Namen gekommen ist. Jobangebot! Halleluja! Muss hier reinschauen. Oh, Karl! Gärtner! Hallo! Hey, suchst du einen Job mit guter Bezahlung? Dann bist du hier richtig. Ich gebe dir 570 Euro! Wenn du für mich eine Woche das Feld erntest, ein neues Platz und mir den Ertrag in die goldene Kiste bringst, sind wir im Geschäft. 570 Euro! Da können wir noch Anhänger kaufen. Ja, bin dabei. Cool, am Ende der Woche liegt ein Lohn in der Holzkiste. Viel Spaß. Oh mein Goodness. Ja, komm direkt an. Das Feld hier? Okay. Dann arbeite ich einfach so eine Woche am Feld hier. Geh mal weg hier. I said, geh weg. Dankeschön. So. Dann kann ich hier schön das alles ernten. Und ich werde jetzt wahrscheinlich hier eine Woche arbeiten bei denen. Ich werde ab und zu ein bisschen heimfahren. Natürlich werde ich das hier nicht in der Folge machen. Das wäre ja langweilig. Dann bringe ich ihm das alles hier rein. Ganze Kartoffeln, also für... noch ein herrliches bisschen Potatoes essen hier, wenn er nicht hinsieht. Dann habe ich ein paar extra Potatoes. Gut,
Dann bringe ich ihm das hier rein. So. Dann mache ich hier ein bisschen so, ihr wisst schon. Ein auf Lagermensch. Alles gelagert. Bedroot Seeds. Und dies und das. Okay, dann ist mal wohl der erste Tag. So, und dann werde ich jetzt erstmal nach Hause gehen. Und dann die nächsten Tage wiederkommen. Und ich werde mich dann einfach, sobald ich den Job erledigt habe. Also, bis in einer Woche. Tschüss. Gut, dann habe ich ja auch schon die letzte Kartoffel angepflanzt. Eine ganze Woche ist vorbei. Und dann, was hat er gesagt? Wo ist mein Lohn? In der Holzkiste. Halleluja! Ich habe Geld verdient. 550, 570 Euro. Nur dafür, dass ich eine Woche einfach sein Feld geerntet habe. Und wie nachgesehen habe, auch hier ein bisschen Ertrag, würde ich mal behaupten. Also, ja gut. Ein bisschen was. Also, ich gehe mal direkt auf mein Konto einzahlen. Ja, aber ich brauche hier noch einiges für, ihr wisst schon, für mein Auto. Aber wo ist denn die Bank hier? Oh, komm. Ich will rein. So, also ich mache den hier rein. Ah, hallo. Dann mache ich das Geld drauf. Boop, 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 boop. Das, wie viel hat er gesagt? 200, ne? Gut, dann hebe ich 200 ab. Nice. Oh ne, 250 hat er gesagt. Ich hebe sicherheitshalber noch ein 50 ab. So, was mit dir? Hey Stranger, may I have some informations for you? See the wall at the bank? I give you the code. Also, hallo Fremder. Vielleicht habe ich ein paar Informationen für dich. Siehst du den Tresor in der Bank? Vielleicht gebe ich dir den Code für ein paar hundert Dollar. Deal? Nee, danke. Wenn, ja, ein Tresor ist schon nicht schlecht, aber ich werde kein illegaler, weiß nicht, Tresorknacker, Panzerknacker hier in Minecraft. Nee, aber ich gehe mir jetzt definitiv das Auto kaufen. Ich hoffe, da ist Sprit drin. Weil wenn nicht, dann muss ich eine Tankstelle... Ach, da ist ein Paper. Weil dann muss ich eine Tankstelle aufsuchen. Weil, wenn der keinen Tank drin hat, dann habe ich ein Problem. Ich hoffe, da ist ein bisschen was reingetankt, weil ich glaube, das sind hier Probefahrzeuge. Da ist eine Hexe. Ich bin einfach nicht da, okay? Ich bin einfach nicht da. Hallo! Du, ich würde gerne den Offroader nehmen. Gut, 250. Hab mich nicht geirrt. Gut, dann hier 250. Und heilige Makraele, schreck mich im heiligen Namen Gottes. Kaputt. So. Dankeschön, schönen Tag noch. Bis zum nächsten Autokauf. Moment, was kostet der Mini-Anhänger? Der kostet 200, okay. Gut zu wissen. Gut, dann. Ja, da ist Sprit drin. Seht ihr das oben? Okay. Dann halt kein Licht. Oh mein Gott, ist das Auto geil. Hey, du musst doch irgendwo... Hab ich nicht irgendwie Fackel? Nein, ich hab keine Fackel. Verdammt, ich hab keine Fackel. Bevor ich mir haben damit... Oh ne. Ich muss weg. Boah, das Teil ist schnell. Ja, die Brücke ist beleuchtet. Halleluja. Ich hoffe, dass mir so, dass ich hoffe, das verbessern soll. Jetzt bin ich im Arsch. Oh ja, geil. Damit 13 Blöcke pro Sekunde. Ja, 13 Blöcke pro Sekunde. Also 12,8. Verziehe der Herrn nur Sprit. 44 mal oben. Der geht ein wenig schneller. Also, wegen meiner Sorge. So. Ich finde es schade, dass das Licht nicht geht, aber die schaut echt geil aus. So. Geht da schon weiter. Ich sehe auch Nüsse, das müssen wir unbedingt ausgleichen. So, dann irgendwie so. Ich kürze einfach ein wenig ab. Ist ja wurscht, wenn ein bisschen vor der Straße kommt. Ein bisschen. Wahrscheinlich. So, dann Baum. Baum, Rückwärtsgang. Da war ein Baum. Da war ein Baum. Not so toll. Dann da oben durch den Boy, die sieht wieder mal gar nichts.
so. Heute ohne bin im Bus gelandet. Warte, immer rückwärts einparken. Das passt, muss das da immer rückwärts einparken. Oh mein Gott. So. So. Was? Piep. 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 Eingeparkt. Oh mein Gott, mein Auto ist toll. Ja, aber es hat Scheinwerfer vorne. Es hat Scheinwerfer. Mein Gott im Himmel. Aber über Auto. Halleluja, nein, ja. Auto. Warum habe ich 200 Dollar? Okay. Cool. You don't have the wireless technology to access your car. Hobby. So. Gut. Halleluja. Jetzt dauert die Fangschilder 20 Minuten und ich habe so viel erlebt. Also ich habe halt während der einen Woche, also in einer Minecraft-Woche, da habe ich die Aufnahme pausiert in OBS selbst, aber an sich, ich habe voll viel geschafft in der Folge. Ich meine, ich habe die neue Stop All of Your, habe ich gefunden. Ich habe mein Auto gekauft, ich habe Bankomatkarten angelegt. Also beschweren darf man sich da eher weniger. Würde ich immer so behaupten. Dann in den nächsten Folgen werden wir wahrscheinlich uns wieder um unseren schönen Raum da, also um unser Zuhause eigentlich kümmern. Wir haben doch gar kein Zuhause. Das ist doch schlimm, wir haben kein Zuhause. Wir haben nur einen Lift, der schön ausgebaut worden ist. Habe ich auch vielleicht gemacht, weil in der Folge war das viel zu lang gewesen. Und einen Vorraum, da wo bis jetzt nur eine Lampe drin steht. Gibt es nicht irgendwie so Furniture, da muss doch irgendwas geben für einen Vorraum. Furniture. Furniture. Ja, so eine Kommode. So eine Kommode wäre doch toll. Ich kann mal ein paar Kommoden basteln. Dafür brauche ich... Ah, da braucht man viel wegen. Ja, dann machen wir gleich ein paar. Braucht man Holz. Ja, Holz habe ich an Maß. Glaube ich. Kann ja endlich mal was gestalten unten. Ich meine, die Wand ist zwar noch nicht so toll, aber der Boden stört. Und das ist ja das Allerwichtigste. So. Da wird dann übrigens der Rest von meinem Haus, weil da ist dann das Meer und das ist halt eher so weniger komfortabel. Ich mache einmal so. Da steht dann die Uhr um. Da mache ich schön immer die Uhrzeit im Blick. Kann meine Schuhe da was reinpacken. Dann zwar mit jeder. Genau, es schaut irgendwie schöner aus, wenn das irgendwie so. Wait. Na, guckt's da mal, das ist perfekt. Warte, ich kann es so machen, dann sieht man das ganze Bild. Das ist Minecraft-Areal. Zeigt es das? Da ist die neue Stadt. Da ist der Aufzug. Da ist alles. Das ist ja toll. Jetzt wollen wir noch Minecraft-Areal hängen. Und zum Abschluss. A little Sessel. So, so passt es doch. Das ist doch ein super Büdel. So, an sich. Das ist doch toll. Jetzt haben wir endlich meinen Vorraum eingerichtet. Halleluja, wir haben viel geschafft in der Folge. Und die dauert jetzt im Rauschen schon wieder 40 Minuten. 40, ich bleibe unten. Das ist schon hell. Und schick den Aufzug wieder auf, dass abgedunkelt ist da unten. Upp. Tschüssi. Kann ich eigentlich wen da drücken? Er drückt mich. Okay, dann nicht. So kann ich einfach die Tür zu machen. Das ist ja toll. Es ist 3 Uhr. Ich sollte vielleicht schlafen. Ich gehe nur schlafen, bevor die Folge endet. Dass wir das doch schön. Na, bleib doch. Dass wir das doch schön traditionell beenden können mit Schlafen. Schlafen ist ja einer der bekanntesten, genau einer der bekanntesten, einer der wichtigsten Dinge auf dem Erdplaneten. Also es war nicht schlecht, wenn man schläft, das normale Mensch. Es war vielleicht nicht so schlecht. Ja, jetzt ist draußen auch schön, jetzt ist unten auch endlich. Es ist 6 in der Früh. Kaum stehst du früh auf, so stell ich normalerweise nur auf, wenn ich zur Schule muss. Gar nicht. Ja, und wir haben halt unser Auto. Boah, unser Auto schaut echt toll aus. Das ist ein bisschen toll, unser Auto. Wenn man da mal so macht, so an sind Luft, so, zum
zum Foto machen. Sieht schon toll aus. Schon wäre toll aus. Okay, dann beende ich diese erste Folge mit Shader. Wir haben so viel geschafft. Wir haben Geld verdient. Wir haben ein Auto gekauft. Wir haben den Vorraum eingerichtet. Wir haben so viel geschafft in der Folge. Deswegen möchte ich mich bei euch bedanken. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Areal-Video wieder. Also, tschö. Mit